Heute darf ich euch herzlich in meinem Garten begrüßen. Im Frühling ist es einfach herrlich hier. Ich zeige euch ein paar Bilder. Was am schönsten ist, hier zwitschern den ganzen Tag die Vögel. Hört mal. Ah! Nanu, wer bist denn du? Du bist aber ein lustiger Vogel. Die sagen immer, halt den Schnabel zu mir. Und wie heißt du? Das heißt, du sprichst gerne. Fein, komm, lass uns den Kindern was erzählen. Ich heiße Claudia. Hallo Kinder! Das sagt der Drax auch immer. Kennst du den? Der könnte dein Freund sein. Hurra! Sei mein Freund, Drax! Gibt's hier auch was zu fressen? Mal sehen. Hier hätte ich einen guten Apfel. Schmeckt prima. Nur die Kerne knirschen. Das ist ein Wunder. Wenn du diesen kleinen Kern in die Erde setzt und gießt, wächst ein kleiner Apfelbaum daraus. Wenn er größer ist, bekommt er Blüten. Die locken dann die Bienen mit ihrem Duft und Nektar an. Die Pollen der Blüte bleiben an der Biene kleben und werden beim Besuch der nächsten Blüte übertragen. Durch die Bestäubung bilden sich Samen und Früchte, also köstliche Äpfel wie dieser. Mein Opa sagt immer, an apple a day keeps the doctor away. Das ist Englisch und heißt, wer täglich einen Apfel isst, braucht keinen Arzt. Und du weißt ja, am besten ist es, wenn wir viel Obst und Gemüse essen. Das hat nämlich die meisten Vitamine. Das weiß doch jedes Kind. Ich schau mal, ob ich hier was Gutes noch zu fressen find. Und Kinder, ich möchte euch mal in der Schule besuchen kommen und auch den Drax kennenlernen. Tschüss, Kinder. Hoffe, wir sehen uns bald. Danke, Claudia. Es ist wirklich wunderschön hier. Mach's gut, lustiger Vogel. Halt den Schnabel. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Und liebe Kinder, bleibt gesund und heiter. Und so weiter.